$390 für ein einziges Design, also zwischen 390 und $150, das sind so die Preise, die wir erwarten können für ein einziges Design. Plus, wir müssen das ganze Ding nicht mal selber machen und brauchen auch keinerlei Vorerfahrung oder Investmentkapital. Das heißt, wir können es als hundertprozentiger Beginner von zu Hause machen und zwei Tools nutzen, die für uns die ganze Arbeit übernehmen werden. Wie das Ganze funktioniert, werde ich dir jetzt in diesem Video Schritt für Schritt zeigen. Ich werde dich durchführen und auf die ganzen Sachen, die du achten musst. Die erste Seite, die wir dafür brauchen, heißt designcrowd.com. Und auf DesignCrowd können wir uns auf viele verschiedene Designwettbewerbe bewerben. Wenn wir hier einfach unter dem Punkt Jobs nachschauen, sehen wir schon, es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo wir mitmachen können, wie hier in dem Fall Logo- und Branding-Jobs, Logo-Designs, Business-Karten-Design, Grafik- und Vektor-Design-Jobs mit Photoshop, Vektor. Aber keine Sorge, ihr müsst weder Photoshop noch Vektor kennen oder sonst was. Wir können ganz andere Tools nutzen, die keinen Cent kosten, wo wir auch kein Profi drin sein müssen. Ihr könnt natürlich auch noch Dutzende andere Jobs hier machen, wenn ihr wollt, zum Beispiel Webdesign oder Social Media Designing Jobs. Aber heute in diesem Video geht es einfach mal um den Punkt Logo Design, weil es einfach am leichtesten umzusetzen ist und wir verhältnismäßig meiner Meinung nach fast am meisten Geld dafür kriegen können. Wenn wir überlegen, $150 für ein einziges Logo ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wichtig ist, bevor ihr die ganze Sache anfangen könnt, ihr müsst euch natürlich hier am Anfang registrieren und einloggen. Dann könnt ihr euch auch auf die ganzen Jobs bewerben. Das Ganze kostet keinen Cent. Ihr seht hier auch schon, ihr könnt euch kostenlos anmelden. Keine versteckten Kosten oder sonst was. Nachdem ihr euch angemeldet habt, könnt ihr euch natürlich auf die ganzen Jobs hier bewerben. So. Was wir hier erzählen, sind verschiedene Firmen, die einfach ein Logo haben wollen und hier auch noch einen kleinen Text meistens reinschreiben, wie die hier zum Beispiel, dass sie einfach sagen, wir haben zwar bereits schon ein Logo, aber wir fühlen einfach danach, dass wir ein neues Logo brauchen und die zahlen dafür $150 für dieses Logo. Ich würde euch natürlich empfehlen, ihr nehmt am besten einfach ein Logo, wo ihr auch wisst, okay, was soll da ungefähr drin sein, wie jetzt hier. Wir brauchen ein Logo-Design für eine Agrikulturfirma in Washington, North Carolina, called Griffin Farms. Also die Farm heißt im Prinzip Griffin Farms. Und die bauen jetzt verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel Tabak oder auch Mais, Soja, Sojabohnen, Erdbeeren und so weiter und so fort. Also hier sind verschiedene Sachen drin. Und was wir auf jeden Fall wollen, the final design should be unique and include our business name and location. Also es soll einzigartig sein und es soll den Businessnamen und die Location, also im Prinzip den Standort von denen enthalten. In dem Fall Griffin Farms, Washington, New York City. Alles klar, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was da drin vorkommen soll und was wir da machen können. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch, was wir da tun können, um einfach so ein Logo komplett kostenlos und in ein paar Minuten erstellen zu können. Die erste Seite, die wir nutzen können, ist Canva. Canva ist ein kostenloses Tool, wo wir ganz viele verschiedene Sachen machen können, von Logo-Design bis hin zu Social Media Posts, Thumbnails und so weiter und so fort. Aber in dem Fall wollen wir natürlich ein Logo kreieren. Ihr findet das Ganze einfach auf der Hauptseite, wenn ihr einfach eingebt Logo Maker oder auf Google Canva Free Logo Maker. Und dann könnt ihr hier anfangen, euer Logo zu designen. Absolut eine coole Nummer meiner Meinung nach. Und hier können wir jetzt dann einfach mal eine verschiedene Vorlagen benutzen, wie zum Beispiel die hier oder das hier oder je nachdem, was euch halt einfach passt, wo ihr sagt, hey, das Ganze sieht einfach fetzig aus. Ich finde das hier zum Beispiel vom Design ganz cool. Und was wir jetzt hier machen können, sind einfach verschiedene Dinge ändern. Erstmal, das hier wollen wir zum Beispiel mal nicht so haben. Das können wir einfach mal, ups, das können wir zum Beispiel einfach mal rausmachen. Und den Ring können wir hier einfach mal behalten. Und wie Sie schon gesagt haben, wir wollen hier verschiedene Sachen drin haben, wie einmal den Namen und die Location. Also in dem Fall Griffin Farms und Washington, New York City. Was ich euch jetzt hier empfehlen würde, wäre einfach vielleicht noch ein Element reinzumachen, wie zum Beispiel eine Erdbeere, weil die gesagt haben, dass sie Erdbeeren anbauen. Hier können wir jetzt einfach mal diese Erdbeere zum Beispiel nehmen, das Ganze hier in die Mitte reinsetzen, das Ganze vielleicht ein bisschen größer machen, vielleicht die Position einfach in Hintergrund machen, dass der Ring im Prinzip einfach ein bisschen außenrum ist. So, hier haben wir unsere Erdbeere. Und was wir jetzt hier hinschreiben können, ist einfach der Name Griffin Farms. Da würde ich einfach das Ganze hier so kopieren, Griffin Farms einfügen
So, das Ganze vielleicht ein bisschen kleiner machen, vielleicht nur auf 50. So, vielleicht, zack. Und hier unten natürlich noch die Location mit Washington, New York City. Und das Wichtige ist natürlich, dass ihr jetzt nicht nur ein einziges Design macht und es einreicht, sondern einfach mehrere Designs, dass ihr sagt, hey, ich habe hier schon mal ein paar Designs vorgefertigt. Schaut euch das Ganze einfach mal an, wie euch das Ganze gefällt und ob ihr davon Fan seid oder nicht und welche Veränderungen ihr natürlich in dem Logo haben wollt. Das ist die erste Möglichkeit, wo ihr nutzen könnt, einfach Canva. Ihr seht, so ein Design zu erstellen dauert nur wenige Minuten. Könnt das Ganze hier dann natürlich einreichen. Was ihr auch noch machen könnt, ist eine andere Website zu nutzen, die heißt locker.com. Und auf locker.com wird im Prinzip das Ganze für uns automatisch erstellt. Was wir hier machen können am Anfang, ist einfach mal den Namen von der Firma einzufügen. In dem Fall jetzt Griffin Farms und dann starten wir das Ganze. Und locker.com ist sogar noch einfacher als Canva, weil hier können wir jetzt im nächsten Punkt einfach unsere Industrie auswählen. Hier ist es jetzt. Würde ich einfach mal Farming vielleicht nehmen. Farming. Dann gehen wir auf Fortsetzen. Dann können wir verschiedene Designs auswählen, wo uns erstmal ansprechen, wo wir sagen, hey, das finden wir cool. Wie zum Beispiel das hier vielleicht. Und das hier und das da. Dann gehen wir wieder auf Fortsetzen. Dann können wir die ganzen Farben auswählen, die wir haben wollen. Vielleicht sagen wir, hey, wir wollen da ein bisschen Grün drin haben, ein bisschen Purple und ein bisschen Blau. Und dann gehen wir wieder auf Fortsetzen. Den Firmennamen haben wir natürlich hier vorhin schon eingetragen, können wir trotzdem nochmal machen. Und dann können wir hier verschiedene Symbole auswählen, die wir in der ganzen Sache drin haben wollen. Vielleicht hier einfach so ein Blatt, einfach wegen dem Tabak, weil sie Tobacco anbauen. Und vielleicht einfach noch Agrikultur. Und dann gehen wir einfach auf Fortsetzen. Und was das Ganze jetzt macht, es wird automatisch für uns die ganzen Logos erstellen. Ja, ihr seht hier schon viele verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel der Maiskolben, was meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt aussieht. Und wenn ihr jetzt irgendein Design habt, wo ihr sagt, hey, das gefällt mir, könnt ihr einfach hier auf Customize gehen. Na, jetzt aber. Hier einfach auf Customize gehen. Wie gesagt, ihr müsst euch hier nicht mal einloggen. Ihr könnt das Ganze so gesehen einfach danach direkt als Screenshot speichern. Ich zeige euch auch gleich, wie das Ganze geht. Was hier natürlich noch wichtig ist, ist einfach hier an der Seite noch euren Text einzufügen. Falls ihr noch irgendeinen Text einfügen wollt, wie jetzt in dem Fall hier zum Beispiel, wo noch Washington DC fehlt, könnt ihr einfach hier auf den Text gehen, hier auf Stack, hier noch eine weitere Linie einfügen, einfach Washington New York City einfügen und dann hier auf Update gehen. Und ihr seht, hier unten wird noch Washington New York City eingefügt. Das heißt, wir haben einmal den Brandnamen und halt die Stadt, also die Location. Und ihr könnt alles im Prinzip anpassen. Ja, ihr könnt einen anderen Hintergrund nehmen, ihr könnt hier vielleicht die Farbe ändern, wenn ihr sagt, hey, ich möchte das Ganze vielleicht nicht in dem Blau haben, sondern vielleicht in so einem Pinkton oder keine Ahnung. Also ihr könnt wirklich alles hier mit dem Tool einstellen, vielleicht so einen Grünton, je nachdem, wie ihr das Ganze natürlich haben wollt. Und normalerweise will die Seite, dass ihr euch einloggt oder hier so ein Premium-Ding holt zum Runterladen. Ich würde euch dafür einfach eine kostenlose Screenshot Extension nehmen und zwar heißt das ganze Ding Lightshot. Lightshot könnt ihr auf Google einfach kostenlos euch installieren. Dann habt ihr hier oben so eine Extension und dann könnt ihr im Prinzip einfach dieses ganze Logo hier auswählen, so machen. Dann geht ihr hier einfach auf Speichern, dann speichert es euch das Ganze auf eurem PC und ihr müsst keinen Cent für dieses Logo zahlen und habt sogar noch eine gute Auflösung von dem ganzen Design. Und ihr seht, wie lange das Ganze gedauert hat. Es ist in wenigen Minuten zu machen. Das heißt, ihr könnt einige Logos in einer Stunde einreichen und könnt potenziell mehrere hundert Euro mit dieser Methode am Tag verdienen, weil ihr halt auf Design Crowd nicht nur Logo-Designs machen könnt, sondern halt ganz viele verschiedene Arten, wie zum Beispiel Photoshop, Thinknake Design und so weiter und so fort. Hier vielleicht auch noch ein App-Design und ein Icon-Design. Also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten mit der Seite Geld zu verdienen und es gibt eigentlich für jedes Design ein kostenloses Tool, wo ihr nutzen könnt. Mit dem Free Logo Maker könnt ihr natürlich Logos machen, mit Canva könnt ihr noch ganz viele andere verschiedene Sachen machen und es ist wirklich simpel umzusetzen. Testet das Ganze gern aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Luke. Ciao, ciao.